Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von The Lies We Tell Ourselves. Und wir starten die Demo. Happy Birthday! 11:15 Uhr. Da, was? Wer soll da. Was? Ach, Szene. Kein Stream ohne Szenenwechsel. So, wir sehen bis jetzt einen schwarzen Bildschirm, wo Uhrzeiten angezeigt werden und Happy Birthday geschrieben wird. Danke 257 für die Tipp. So, wir gehen anscheinend nach Hause. Wir kommen vom Geburtstag. Grafik sieht schon schön aus. Jesus, I'm so wasted. Ach ja, Mann, bin ich am Arsch. Dad is gonna kill me. So straff. Oh, nee, lieber nicht. Schön. Maybe I can get. Okay, the back door. Keep a spare key in the garden. Okay. WSD to move. Also von der Grafik her sieht es schon mal sehr schön aus. Ich sehe auch noch keine Euro-Paletten. Das finde ich sehr angenehm. Okay. Gut. Er ist ein bisschen langsam. Ah, okay, wir haben eine Ausdauer. Oh, die füllt sich relativ schnell. Schön. So. Normalerweise findet man ja Shift Running. Okay, Delete Stamina. Depletes. Normalerweise findet man ja so Ersatzschlüsse ganz gerne mal irgendwie unter Stein oder irgend sowas. Oder unter Blumentöpfen. Left Mouse Button to interact. God damn. Why is it locked? Maybe I can get from... What? Maybe the secret passage near the bushes. Still be open. Okay. Nachbargrundstück heißt der Zauberwort. Ich brauchte doch Control to crouch. George and I used to sneak it and out all the times when we were kids. Ja, und sind wir jetzt Erwachsene oder was? Und jetzt haben wir trotzdem Angst vor Papa oder was, wenn wir klingeln? Okay. Gut, wahrscheinlich ist es nur mitten in der Nacht, da will man jetzt natürlich auch seinen Eltern auf den Sack gehen, irgendwie, wenn man noch zu Hause wohnt. Da halb straff klingelt irgendwie. Das muss ja nicht sein. Thank God it's open. Ah, da. So, es hat ja nicht lange auf sich warten lassen. Es hat ja nicht lange auf. Und wie viele? Wie viele? Wie schön. Ach, Europaletten. So, was ist denn das hier? Okay. One more box and then. Okay, alles klar. Wir brauchen noch eine Box mehr. Und dann können wir darüber klettern. So, so ein. Ah, die sieht doch gut aus hier. Ist da, steht da irgendwas drauf? Looks pretty solid. Okay. Take mit F. Na dann, stellen wir die mal drauf. Doppelklick. Interessant. So, okay. Here we do. Go, Manik. Oh, das klingt so richtig wie Resident Evil Leiter runter ihn. Ist aber direkt mit mir sich zuerst den Sturz abgefangen. Gut gemacht. Einfach gut gemacht. Schön. So, eventuell unter der Gießkanne? Nein. Alter, was ist denn das für eine Hintertür? What the hell? Changed entrance? It's locked. Aber das sieht cool aus. Haben sie schön gemacht hier, so mit dem Hochrankeln und so. Sieht nett aus. Das war eine Außenpflanze, die niemals im Außenbereich stehen würde. Also eine Innenpflanze, besser gesagt. Ah, komm, wer bin ich? Oh, enough fuck around. I need to get a key behind the lamp. On the left. Okay. Aha. Ja, so machen wir das halt auch immer. Ne? Irgendwie, also wenn wir halt einen Schlüssel draußen verstecken, dann vierteln wir den und verstecken den überall woanders. Ne? Dass man auch, weil er halt so ein... Komm auf. So, jetzt habe ich ein bisschen die Träume gerade. Irgendwie. Wo ist denn die andere Hälfte zu finden? Da! Oh, die rechte Seite! Alter!
Mann. Vielen Dank, lieber Benny. So, nun. Hurra! So, okay, also das, ihr seht, das hat auf jeden Fall schon wieder ein ganz anderes Level an Rätsel. Das Spiel gerade davor. Home fucking funny. Weiß ich nicht, Freunde. Und, Lichtschalter? Alter, du kannst mir nicht erzählen, dass er hier um drei nach Hause kommt, stramm wie ein Amtmann irgendwie und dann, ja, na klar, alle Duster, aber Luft blind. Why it's so dark? Is the power out? Wait. What the hell am I? Ja, und der Kleiderschrank ist zugekettet, mein Freund. Aber schön. Sehr feudal. You think you just got here, but in a way you've always been here. Among comforts you didn't earn a knowledge you never craved, protected and imprisoned by yourself in a safe, yet immutable existence. Changing your fate takes way more than just complaining. It requires commitment, and the knowledge and uncertainties and failure are part of this game, of the game. In the absence of all that, you're only left to keep in rotten here until your inevitable death. Ja, geht doch mal locker von der Lippe, der Text. Schön. Bestimmt Papa gewesen, der mir das geschrieben hat. Also possible. There was a passage here. Ja, okay, alles klar. Also wir sind jetzt hier eingesperrt. Aber geil. Kann man nicht anders sagen. Also. Ja, ist jetzt nicht so geil, aber sieht echt schick aus. Okay, was haben wir hier? What the hell? Ah, impossible. I made a stick like 10 years ago. Okay. Den nehmen wir mal mit. So filthy. It's like the branches are growing out of it. Yeah. An art piece, I think, seems expensive. Okay. Ah. Wurm? Mach mal wieder zu. Ah, es lockt. Okay, hier haben wir eins, was abgeschlossen ist. Ein großer Kaktus. Spiegelbild. Haben wir nicht. So, a bottle of wine that gave me for my birthday. What is it doing here? Rotate. Internal wine. Oh Mann. Mach mal kurz die Musik aus. Those portraits, what the hell are you doing here? My father, my mother and me. Me and George, my best friend. No, Tux, my beloved dog. Hallo! A sketch I draw from Sammy, of Sammy, the love of my life. Okay, warum heißt das Spiel The Lies We Tell Ourselves? Also, it's sunny and warm here. Ich meine, letztendlich sieht der Platz recht hell, warm aus, ne, und sehr einladend und freundlich, bis auf einige Dinge, die natürlich nicht richtig reinpassen, ne? Der Dreck, die Rohre, natürlich dieser Schrank mit den Ketten. Padlocks and chains block the access to the wardrobe. Impossible to forge by the hand, okay.
Also wahrscheinlich, hiermit werden wir das jetzt aber noch nicht rocken können, wa? I can't use that here. So, mega fette Glotze am Start hier. Telefon, schau mal an. My mobile phone. But it doesn't seem to work anymore. Okay. Ja, klassische Walnussschale. The bowl we had handcarved during the creative woodworking course. It's perfect. Okay, also wir können wirklich hier mit sehr vielen Sachen interagieren. Okay. Aha, a valve. It seems like the handle. Okay, alles klar. Also hier brauchen wir das Drehventil. Ja, immer fetter Monitor hier am Start. Schön. My dream game station. Shame. What? Shame it's turned off. So, Headphones. Schön. Okay, hier haben wir einen Safe, der mit Öl oder irgendeiner widerlichen Flüssigkeit übergossen wird. I don't know what this shit is, but I'm not getting any closer. Okay. Sandstorms. I really don't feel like reading them all. So, das Ding stand ja auch über der Tür. The painting reminds me of a dream I had. It was so vivid I can still clearly remember it. So. Oh, warum ist denn hier Besteck vom Klo, ey? So. Und noch den Kamin. Und der Kamin sieht. Okay. Hier hängt irgendwas, was ich gut gebrauchen kann. Warte mal, war das hier nicht das Ding hier mit dem Wurm? Nur ein Kleben? Nee. Einfach nur abrochnet in der Schublade. Schön. Oh, warte mal, hier steht noch was zu lesen. Sie decided to act. Very well. It will be a difficult process and there will be consequences. However great endeavors very often arise from a small and significant gestures such as looking inside oneself and discovering who one really is. Okay. Auch nicht. Schau mal in den Spiegel. Dann probieren wir das mal. Aha, oho. There's something wrong with the reflection. Sehr schön. Guter Tipp, Benny. Stier auf Chalice. This portrait. Mom painted it when I was a child. She was happy back then. For a while, at last. Couch-Kommando! Was ist denn das? Bei Frakas, bei Frakas! Martin! Grüß dich! Du bist aber spät noch auf. Schön, dass du da bist. So, wir haben jetzt hier gerade so eine totale Kopfnuss von Game. Ah, ich mach mal wieder Muck an. So, okay. So. Aber das Problem ist, du hast halt das Gefühl, dass du nicht weiterkommst, ne? Du hast jetzt halt den nächsten Step, irgendwie den nächsten Stein umgestoßen, aber die Reihe an Steinen fällt halt nicht um. Ja? Das ist halt ein weiteres Rätsel. Kannst auch nicht damit interagieren, man kann mal gucken, ob man jetzt irgendwo noch was anderes sieht, aber sieht nicht so aus. Schau dir die Notiz nochmal genauer an. Was? Welche Notiz? Die hier? Nee, die hier? Achso, warte mal, wir rotaten mal. Oh! Choices you make. Achso, gelesen haben wir schon. Und. Ticket. A small golden key.
Ah, interessant. Jetzt ist die nämlich hier. So. Dann würde ich mal sagen, probieren wir den mal hier unten am Schrank aus. Aha. Und hier mal das Rädchen. So, na dann. Probieren wir das aus. Ist das unser Hund? Ist das der Hechel vom Hund? What are you doing in here, son? I'm making an axe. But this wood is too slippery to grip. Can you help me? Oh, now you want an axe. You're always using my tools to mess around with your little projects. How many have you started so far? I don't know, 50 or so? And how many have you finished? Three. Maybe you should think about more important stuff than all this bullshit. Go wash your hands. Dinner's ready. But, Dad... Now! Okay. Tja, Papa wollte wohl nicht irgendwie das aus dem Werkzeug nehmen. Schön. Fand er nicht gut. Okay, jetzt hat die Gülle aufgehört, irgendwie über diesen wunderschönen Safe zu kippen. Und hier haben wir jetzt eine wirklich verdammt kleine Zahl. Okay, also wir brauchen halt einen Code. Wir brauchen einen Code, als wenn dieses Spiel bis jetzt noch nicht schwer genug war. So, die Nachricht ist jetzt hier vorne weg. Mal schauen, ob wir die irgendwo anders jetzt finden. Maybe you should think about more important stuff than all this bullshit. Go wash your hands. Dinner's ready. But Dad. Now. Okay. Guck mal hier nochmal hinter. Nicht, dass sie das jetzt so gemacht haben. Nein. Dann rotate. Ne, ist nicht hinter. Müssen wir das irgendwie aus der Nachricht jetzt hier rausfiltern? Sollen wir jetzt hier lauter Zahlen raushören? Hört ihr da Zahlen? How many have you started so far? I don't know, 50 or so? And how many have you finished? Three. Maybe you should think about more important stuff than all this bullshit. Go wash your hands, dinner's ready. But Dad... Now! Sollen wir jetzt sehen, wie oft der Dad sagt, oder was? Ah, 50 oder so? Ich denke, mit einer Zahl wird es nicht, wird's halt nicht sein. Aber wir probieren es einfach. Erstmal grünes Licht. Ich kann ja mal... Okay, also das wart anscheinend. Okay, probieren wir mal mit der 3. Die Frage wäre mal, ob es jetzt quasi... Okay, es ist die 50 ist auf jeden Fall richtig, irgendwie, weil er die bestätigt. So, und dann schauen wir mal, wie mit der 3 aussieht. Alter, ist ja klein. Und that's it. Und hier ist der Axtkopf. Schön. Wunderbar. Enough with this empty letter. Okay. Fine. So, let's go. Ah. Schön. Jetzt haben wir eine Axt. Das finde ich gut. Nimm die Axt. Okay, okay. What the hell was this thing? Ja. Können wir jetzt irgendwie...
Aha. Sind wir jetzt hier einfach hin? Okay. Jesus. Oder Full Stench. Father Macker. Profis am Werk. Profis am Werk. Schön. Okay, wir brauchen mal wieder ein Seil oder irgendetwas. Hab ich jetzt tatsächlich doch gekriegt. Ich dachte, ich komme hier ohne Jumpscare durch. Aber nein. Schön. Ist ja wie ein Tacheles hier. Schön. Pack ihn. Nehmen wir mit. Okay. Oh, nicht gut. What the hell? So, Kette ran und runter. Kletterst du an der Kette da runter? Was denkst du, was da ist? Oh, wo sind denn die anderen Ketten her? Schön, dass du die Kette hingegangen hast. Hello Poopsie here. I'm extremely grateful to playing this short but hopeful engaging section of the lies we tell ourselves. If you're enjoying it and it sparked some interest in you, please consider this wishlist to the game on Steam. It really does help a small developer out. Ja, wow, das war die Demo von The Lies We Tell Ourselves. Wenn ihr das Projekt als Fullgame, sobald es dann rauskommt, hier auf dem Kanal sehen wollt, lasst es mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, falls ihr es noch nicht habt, hilft uns zu wachsen. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder.